Ja, Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, unseren beiden Kandidaten eine Frage zu stellen. Eine? Mehr? Ja, jeder mal eine, genau. Wer Fragen hat, möge Sie ein bisschen einfach aufstehen und bitte an wen dann die Frage auch gerichtet ist. Also, Herr Gerke. Wie kommt es in der Welt rum? Wie beurteilen Sie die Situation in den arabischen Staaten? Ich würde es differenzieren, weil es von Land zu Land sehr unterschiedlich ist. Ich fange mal mit dem Positiven an. In Marokko läuft es hervorragend. Marokko ist ein Staat, wo der König rechtzeitig erkannt hat, in welche Richtung sich die Situation entwickelt, wo er Freiheit gewährt hat, eine neue Verfassung hat formulieren lassen mit allen notwendigen gesellschaftlichen Gruppierungen, die man braucht, damit das getragen wird. Und wo die Entwicklung im gesellschaftlichen wie im wirtschaftlichen Bereich ruhig und stabil ist. Das Gleiche galt bis vor wenigen Wochen auch für Tunesien, wo wir eigentlich bis dahin die besten Entwicklungschancen insgesamt gesehen haben, wo wir auch uns nicht sorgen, wenn es Demonstrationen gibt, weil wir müssen uns Sorgen machen bei den Ländern, wo es keine Demonstrationen gibt, weil man dort nicht demonstrieren kann, wo aber auch jetzt es Gefahr läuft, womöglich zu kippen. Algerien ist sehr stabil, die haben aus ihrem jahrzehntelangen Bürgerkrieg gelernt. Über Libyen hört man im Moment nicht viel, aber es ist katastrophal. Und Ägypten, mache ich gleich, Syrien ist eine humanitäre Katastrophe. Ich habe alle Nachbarländer Syriens bereist, ich war in allen Flüchtlingslagern, in der Türkei, in Jordanien, im Irak und bei den Flüchtlingen in Jordanien, da sind sie nicht in Lagern, sondern sind in die traditionellen palästinensischen Flüchtlingslager, die ja schon richtige überfüllte Städte sind, aus den Kriegen seit 1946 noch mit reingekommen, irgendwie, was auch ganz furchtbar ist. Das ist eine humanitäre Katastrophe und ich wundere mich, nachdem wir ungefähr 10.000 Asylbewerber aus Syrien hier haben, die Bundesregierung gesagt hat, wir nehmen nochmal 5.000 syrische Flüchtlinge auf, die werden nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel verteilt auf die Bundesländer. Das heißt, es ist eine gute Sache, aber es guckt niemand so richtig drauf, wo denn vielleicht eine syrische Gemeinde schon ist, wo man besser integriert wird. Ich wundere mich, nachdem der Bundestag mit den Stimmen von 4 Bundestagsfraktionen, nur die Kommunisten haben nicht mitgemacht, entschieden hat, dass man im Falle der Familienzusammenführung, wenn denn auch gewährleistet ist, dass durch verbindliche Erklärung keine Kosten auf den Sozialstaat zukommen, die Bundesländer hier nicht zugreifen. Der Bundesinnenminister hat sich ins Benehmen gesetzt, so heißt das so schön. Die Länder können im Benehmen mit dem Bundesinnenminister, das ist so die Formulierung, selbst entscheiden, ob sie Flüchtlinge zur Familienzusammenführung, wenn gewährleistet ist, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen, aufnehmen. Sie müssen nicht warten auf andere. Und Herr Gall, der Innenminister von Baden-Württemberg, hat die Regelung als solches befürwortet, aber beklagt, weil noch nicht alle Bundesländer sich dazu entschlossen hätten, das zu tun, könne er leider nicht handeln. Er versteckt sich hinter anderen, weil er vielleicht doch nicht will, weil er vielleicht weiß, dass es nicht nur populär ist, Flüchtlinge aufzunehmen. Aber ich erinnere Sie daran, schon gar nicht vor einer Wahl, ich erinnere Sie daran an die Zeit des jugoslawischen Bürgerkrieges, wo wir in Deutschland weit über 400.000 Flüchtlinge aufgenommen und hervorragend behandelt haben, weil wir einfach gesehen haben, weil es eine Frage der Menschlichkeit gewesen ist, dass man hier helfen muss. Keiner von denen fliegt gerne. In dem Lager, das ich mir jetzt im Irak angeguckt habe, das sind ganz normale Menschen. Mittelschicht, Ärzte, Ingenieure, Lehrer, Handwerker, die hatten ein Haus oder eine Wohnung, Freunde, ein Hobby, ein Auto. Und plötzlich sitzen sie in Zelten, erweitert durch Säcke vom Welternährungsprogramm oder durch Pappteile und haben keine Perspektive. Denen im Irak geht es noch am besten, die dürfen im kurdischen Teil reisen, dürfen sich frei bewegen und dürfen eine Arbeit annehmen, wenn es eine gibt. Weil die Kurden im Irak nämlich gerne möchten, dass die Kurden aus Syrien bleiben, weil sie die Kompetenzen zur Aufbauung ihres Landes brauchen und brauchen könnten. Aber in allen anderen Lagern, da dürfen sie noch nicht mal das Lager verlassen. Das ist wie eine Internierung. Das ist eine ganz furchtbare Situation. Es sind 1,9 Millionen Menschen geflohen. 1,9. Nur ins Ausland. Da sind die Binnenvertriebenen noch gar nicht dabei. Das ist dreimal die Bevölkerung von Stuttgart. Und ich habe viele Fälle, also nein, nicht viele, es sind an der Zahl 5, von Bürgern aus der Region Nordbaden, die syrischer Abstammung sind, die gut situiert sind, gutes Geld verdienen, Wohnraum zur Verfügung haben und die wollen, dass ihre Mutter oder der Bruder oder die Enkel oder wer auch immer
zu Ihnen kommt und schreiben, rechtsverbindlich, wird es auch vom Notar bestätigen lassen, wir kümmern uns um alle Kosten. Wie Sie herkommen, wie Sie hier leben und wie Sie wieder zurückkommen, wenn die Möglichkeit da ist. Und dann versteckt sich Herr Gall hinter der Begründung, das haben noch nicht alle gesagt, dass wir das machen, finde ich relativ schäbig und scheinheilig. Jordanien ist fragil, deswegen stabilisieren wir es, wo immer wir können. Libanon ist auf dem Weg, ein Bestandteil des Konfliktes zu werden. Das macht mir große Sorgen. Irak besteht aus drei Ländern. Dem Norden, der sehr ruhig und stabil ist, obwohl die Flugbereitschaft der Bundeswehr nicht nach Erbil fliegt, aus Sicherheitsgründen. Die Lufthansa fliegt dafür 6-mal die Woche. Die Mitte rund um Bagdad, Kriegsgebiet. Und der Süden rund um Basra, alle Potenziale, sich gut zu entwickeln. Aber noch ein weiter Weg. Iran ist, wie es ist. Und Ägypten ist das größte Gefahrenpotenzial für die gesamte Region. Ich habe heute entschieden, dass wir 25 Millionen Euro nicht freigeben, die wir für gemeinsame Klima- und Umweltprojekte mit der ägyptischen Regierung, das ist das Entscheidende, vorgesehen hatten. Und ich habe auch entschieden, dass wir kein Angebot in diesem Jahr mehr machen werden für eine Schuldenumwandlung. Ich habe aber auch entschieden, dass wir uns alle anderen Projekte sehr genau angucken, ob sie den Menschen mehr nützen oder ob sie womöglich der Regierung mehr nützen. Und alles das, was den Menschen nützt, werden wir definitiv weitermachen. Alles andere gucken wir uns an und entscheiden dann eng abgestimmt mit dem Außenministerium und unseren internationalen Partnern. Aber es nützt niemandem, wenn ich einer kleinen Unternehmerin keinen Mikrokredit mehr geben will für ihr Unternehmen. Das schadet nur der Unternehmerin und der Familie, die von diesem Unternehmen normalerweise ihren Lebensunterhalt finanziert. Und der Regierung ist es völlig egal, ob sie den Kredit kriegt oder nicht. Es nützt niemandem, wenn wir bei der Wasserversorgung nicht weitermachen und plötzlich bei Wasserver- und Abwasserentsorgung nicht auf einen vernünftigen Stand gebracht werden, womöglich auch noch Seuchen ausbrechen. Aber es ist eine politisch hochbrisante Situation, wo nur die erste Aufforderung von allen sein kann, die Gewalttätigkeiten sofort einzustellen und einen möglichen politischen Dialog zu beginnen. Denn es muss eine politische Lösung geben. Beide Gruppierungen, die Moslembrüder und das Militär, sind zu stark und zu stark in der Gesellschaft verankert, als dass eine die Chance hätte, schnell die andere besiegen zu können in einer militärischen Auseinandersetzung. Das heißt, wenn wir nicht wollen, dass das, was in Syrien passiert, nochmal etwas schlimmer in Ägypten passiert, mit weit größerer Strahlwirkung auf die Gesamtregion, dann ist es gut, wenn wir uns daran beteiligen, diejenigen zu stärken, die Demokratie wollen, diejenigen zu stärken, die eine offene Gesellschaft wollen. Und weil das nicht jeder will, haben wir auch die Probleme mit den politischen Stiftungen. Und da sind wir uns alle einig, über alle Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg. Wer unseren politischen Stiftungen die Arbeit erschwert oder einstellt, der kann auf der anderen Seite auch nicht mit der vollen Unterstützung rechnen. Das machen wir für die Adenauer-Stiftung genauso wie für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Für die Ebert-Stiftung genauso wie für die Seidel-Stiftung oder für die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Und da haben wir die Unterstützung aus allen Fraktionen. Und deswegen ist das ein Politikum, was da stattfindet. Also, es macht große Sorgen, aber da wir in der FDP zumindest alle Optimisten sind, sonst wären wir nicht in der FDP, arbeiten wir dran, dass wir das Problem lösen können. Es ist schwierig von außen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich wollte mal zum Soli fragen. Was ist denn jetzt die Linie der FDP zum Soli? Wir haben ja unterschiedliche Signale. Was wollen wir? Also es ist heute eine neue Großfläche veröffentlicht worden für die FDP, die zweite Phase. Einmal mit einem Quiz. Ich weiß nicht ganz auswendig, aber die Fragestellung war, wofür wurde der Soli eingeführt? Zur Finanzierung der Kosten der deutschen Einheit ist die Antwort A. Zur Finanzierung der Ideen von Rot und Grün ist die Antwort B. Und unten steht, der Soli hat seine Aufgabe erfüllt, der Soli kann gehen. Also ganz klare Botschaft. Wir wollen die Haushalte sanieren. Damit gewinnen wir Spielräume in der Kombination mit guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, dass wir endlich zur Entlastung kommen. In der vergangenen Legislaturperiode, also in dieser Legislaturperiode, hat der Deutsche Bundestag beschlossen, die sogenannte kalte Progression abzumildern. Also, wir wollten, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Lohnerhöhung, die sie bekommen, selbst behalten dürfen und nicht beim Finanzminister abgeben müssen. Die sogenannten Arbeitnehmerparteien, SPD, Grüne und Linke,
haben das mit ihrer gemeinschaftlichen Mehrheit, ich sage es nochmal, SPD und Grüne haben keine Mehrheit im Bundesrat, also mit der Mehrheit der Kommunisten gemeinsam abgelehnt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das bekommen, was ihnen zusteht. Und weil wir das auch nach der Bundestagswahl nicht werden ändern können, denn die Mehrheitsverhältnisse sind im Moment so, wie sie sind, es sei denn, dass vielleicht die Erkenntnis mal greift, dass man nicht 4 Jahre lang blockieren kann, wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber haben wir gesagt, da müssen wir Entlastung, die wir haben wollen, woanders suchen. Und das ist die reine Bundessteuersolidaritätszuschlag. Und Conny Pieper hat mal, als die Generalsekretärin gewesen ist, gesagt, wer meint, der Solidaritätszuschlag habe etwas mit Solidarität mit den neuen Bundesländern zu tun, der glaube auch, Zitronenfalter würden Zitronen falten. Denn es ist tatsächlich so, es ist ein Zuschlag zur Einkommensteuerschuld, der in den allgemeinen Haushalt läuft und für die allgemeinen Ausgaben ausgegeben wird. Man darf keine zweckgebundenen Steuern haben in Deutschland. Also ist das mit der Solidarität schon mal so ein bisschen wackelig. Der Osten zahlt auch. Und darüber hinaus ist es natürlich so, dass dann irgendwann mal ein befristeter Zuschlag auch aufhören muss. Sonst ist er nicht befristet. Sonst ist es eine dauerhafte Steuererhöhung. Das kann man machen, muss man dann aber auch sagen. Muss man auch eine parlamentarische Mehrheit für kriegen, sonst ist es verfassungswidrig. Und deswegen sagen wir ganz klar, spätestens im Jahr 2019, wenn der Solidarpakt 2, das ist wirklich die Finanzierung der neuen Bundesländer, ausläuft, muss der Soli auch endgültig weg sein. Und wir wollen in dieser Legislaturperiode beginnen mit dem stufenweisen Abbau des Solidaritätszuschlages als Ersatz für die Kompensierung, dass es nicht geklappt hat, die kalte Progression anzubauen. Das ist aber auch noch der weitere Schritt. Und es gehört im Endeffekt beides gemacht. Und dafür müssen wir die Spielräume schaffen, durch gutes wirtschaftliches Wachstum, hohe Steuereinnahmen ohne Steuererhöhung, kluge Haushaltspolitik mit Einsparungen dort, wo es notwendig und sinnvoll ist, und mit der Konsolidierung der Haushalte, die uns die Spielräume für die Zukunft lässt. Das ist der Plan. Dafür suchen wir eine Mehrheit. Manche Schlaumeier meinen, die Union sei doch dagegen, bräuchten wir gar nicht zu fordern. Die erinnere ich gerne dran, die waren auch dagegen, die Praxisgebühr zu streichen. Und wir haben es trotzdem durchgesetzt. Sie waren auch erst gegen den Bundespräsidenten. Und wir haben ihn trotzdem durchgesetzt. Weitere Wortmeldung. Ewald. Herr Niebel, ich habe Sie seit ja nur aus der Presse oder Fernsehen und so weiter. Glauben Sie denn nicht? ich schätze Sie jetzt völlig anders ein. Ich habe Sie seit ja nicht groß geschätzt. Das ist ein Fehler gewesen. Auch. Ja. Dankeschön. Dann möchte ich noch sagen, dass ich 40 Jahre, das haben wir ja schon gehört, Mitglied bin bei der FDP. Vorher war ich immer bei der CDU. Die haben mich dann geärgert und dann bin ich in die FDP eingetreten. Natürlich war nicht alles richtig, was die FDP gemacht hat. Aber die Mehrheit von der Freiheit her, das ist mir wichtig. Damals hat der CDU-Mann gesagt, Herr Wanner, wir müssen importieren, wir müssen importieren und wir müssen Nahrungsmittel importieren. Dann habe ich gesagt, das hat für mich keinen Wert. Wir müssen da wirtschaftlich zusammenkommen. Und seither wähle ich die FDP aus dem Grund, weil der mich damals so geärgert hat. Darf ich Sie von hier aus beruhigen? Ich bin mit 12 Plakate kleben gegangen für meine große Schwester, mit 14 stolz in die Junge Union eingetreten und mit 16 die CDU. Mit 18 aus allem wieder raus, weil ich eine eigene Meinung hatte und habe dann gesucht, wo ich mich politisch wohlfühle und habe lange dann FDP gewählt, bis ich nach der Bundeswehr eingetreten bin. Ich kann Ihnen versichern, und das habe ich auch schon in Anwesenheit der Bundeskanzlerin zu meinem Geburtstag gesagt, man darf sich politisch weiterentwickeln. Ja. Ich hätte noch eine Frage zur aktuellen Diskussion PKW-Maut. Wenn ihr jetzt aus Bayern hier gerade so richtig reinschaut, wie ist da die Position der FDP zur PKW-Maut? Also der Vorschlag von Horst Seehofer wird mit Sicherheit kein Bestandteil der Diskussion in Koalitionsverhandlungen werden. Er hat ja eine ausländerdiskriminierende Variante vorgeschlagen, die Europarecht widerspricht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Union ernsthaft über etwas Rechtswidriges mit uns diskutieren möchte. Wir sehen dafür auf jeden Fall keinen Ansatzpunkt. Zweitens,
gibt es hier eine unterschiedliche Beschlusslage, das muss man der Fairness halber sagen, zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Rest des Bundesgebietes. Ich glaube, die Bayern haben die gleiche wie wir. Das zeigt schon, dass wir viel Durchgangsverkehr haben. Wir können uns in Baden-Württemberg durchaus eine nutzerabhängige Finanzierung in Form einer Vignette vorstellen, wenn gleichzeitig, wenn es aufkommensneutral ist und gleichzeitig die Kfz-Steuer gestrichen oder entsprechend abgesenkt wird. Ich kann nicht sagen, ob man sie streichen kann, weil ich das Aufkommen, weil ich das Volumen nicht kenne. Im Idealfall würde man sie streichen, weil es dann gleich nämlich auch den Verwaltungsaufwand wegnehmen würde. Das könnten wir uns in Baden-Württemberg vorstellen. Es ist nicht Bestandteil des Wahlprogramms der FDP. Es ist keine Forderung der FDP. Und deswegen wird es auch nichts sein, was die FDP in Koalitionsverhandlungen einbringt. Aber nachdem Herr Seehofer so ein schönes Jungtim aufgestellt hat, dass er nichts unterschreiben wird, wenn nicht dieses und jenes, kann ich Ihnen aus meiner Lebenserfahrung sagen, sowas macht den Preis teuer. Weitere Wortmeldungen? Ja, dann bedanke ich mich. Ja. Und möchte nicht gehen, ohne die Bitte nochmal loszuwerden. Stimme auf. Diese beiden wundervollen, aufstrebenden jungen Politiker zu unterstützen. Unser Land kann sie brauchen. Das ist keiner, der Florian Tonka schon bewiesen. Und dass er es kann, das wissen Florian Tonka auf jeden Fall selbst. Ja. Ich darf mich, bevor allgemein hier die Unruhe losgeht, ja, wir haben auch gleich noch die Ehrungen, wo ich Sie auch bitten würde, wenn vielleicht noch einen Moment, zu bleiben. Aber der Teil mit dem Minister, den beschließen wir jetzt natürlich nicht, ohne dass wir ihn so mit ganz leeren Händen wieder von dannen ziehen lassen. Wir haben einen Minister, der aus der Kurpfalz kommt, der aber sich natürlich in ganz Baden-Württemberg auskennt und auch ganz Baden-Württemberg repräsentiert und vertritt, auch in der Bundesregierung. Wir haben ja auch, wenn ich es richtig sehe, nur noch zwei Minister jetzt aus Baden-Württemberg nach dem Rücktritt der Bildungsministerin. Also wir müssen, das kann man vielleicht auch an der Stelle mal sagen, natürlich darauf achten, dass wir auch... Ein Staatsminister, das ist, aber wir haben zwei Minister aus Baden-Württemberg. Wir müssen darauf achten, das war eigentlich das, was ich gerade sagen wollte, dass wir auch als Baden-Württemberger nicht schlechter repräsentiert sind in der nächsten Bundesregierung als in der bisherigen. Und er würde sich ja anbieten, dass die ihre Arbeit gut gemacht haben, Minister waren und Minister bleiben dürfen. Das ist jedenfalls das, wofür Herrenberg kämpft, lieber Dirk Niebel. Und damit der Kampf die nächsten 36 Tage noch etwas leichter wird, gibt es noch ein typisch schwäbisches Produkt mit, kommt hier aus der Region. Spätzlesmehl, ein Spätzles-Shaker. Man kann den also mit einem gehörigen Armschmalz auch selbst bedienen. Aber für diejenigen, die keine Spätzle selber machen können, haben wir auch noch mal eine Tütenpackung und Linsen aus dem Heckengäu hier aus der Region. Also du kannst dir aussuchen, hör mal gucken, wie gut die Spätzle in Allgäu sind. Kannst dir aussuchen, welche Variante du wählst. Aber vielen herzlichen Dank, dass du da warst und alles Gute für die nächsten Wochen. Ganz herzlichen Dank. Sechs Tage die Woche außer Veggie Day darf man auch Seitenwürstchen reinwerfen. Das ist erlaubt. Wir kämpfen dafür, dass es auch donnerstags weiter möglich ist. Aber das entscheiden die Wähler. Auch das entscheiden die Wähler im September. Herzlichen Dank und gute Rückfahrt. Und ich darf Sie bitten, wir werden auch zu unseren beiden Jubilaren noch einige Worte hören. Danach gibt es einen Empfang mit etwas zu essen und auch zu trinken. Darf Sie bitten, also noch einen Moment sitzen zu bleiben und der Herr Reich. Macht weiter im Programm. Vielen herzlichen Dank und einen erfolgreichen Wettbewerb. Ja, bis dann.